Hallo und herzlich willkommen zum Adventskalender, heute mal mit Winter, sichtbarem Winter. Und da der Winter ja gerade so schön sichtbar ist, können wir uns sehr passend die Frage stellen, warum fällt man Bäume, speziell Laubbäume, eigentlich im Winter? Ja, das ist nämlich durchaus mal was, wo man drüber nachdenken könnte, nicht ganz selbsterklärend. Das Problem ist jetzt, dass ich dunkel bin und der Hintergrund hell, deswegen sieht das Bild jetzt halt so aus, wie es aussieht. Das kann ich jetzt auch nicht ändern, dafür müsste ich mich jetzt weiß anziehen. Ne? So, also, Punkt Nummer 1. Es ist Winter, das heißt, die Waldarbeit ist dahingehend relativ angenehm, weil es gibt keine Stechmücken und es gibt keine Zecken, die man sich holen kann. Und gerade letzteres ist bei, sage ich jetzt mal, sehr gebüschintensiven Arbeiten, wo man wirklich durchs Gestrüpp muss. Und mal spätestens muss man durchs Gestrüpp, wenn man den Baum mal umgeworfen hat. Da ist das schon von Vorteil, wenn einfach keine Zecken da sind. Sowas kann theoretisch wirklich schwere Krankheit oder sogar das Leben retten, dass man das Zeckenrisiko einfach ein bisschen reduziert bekommt. Drum eben intensive Forstarbeiten in den Winter zu verlegen, macht aus Sicht des Zeckenschutz durchaus Sinn. So, im Sommer, angenommen fällt ein Baum und hantiert mit der Motorsäge und es fliegt einem so eine richtig total nervige Mücke die ganze Zeit im Gesicht rum und versucht einem auf die Nase oder in die Nase zu stechen und solche Späße, das will man dann natürlich auch nicht haben, und auch hier ist es dann sehr von Vorteil, wenn man eben entsprechend im Winter arbeitet, wo es keine nervtötenden Mücken, die einem da auf die Nerven gehen können, schlicht und ergreifend gar nicht gibt. So, also das ist wirklich, wirklich angenehm. Außerdem schwitzen. Schwitzen tut man vielleicht nicht unbedingt allzu gerne, bleibt im Sommer nicht aus. Forstarbeit ist Schwerstarbeit, die ist wirklich so als Schwerstarbeit klassifiziert. Es gibt gar nicht so viel Schwerstarbeit in Deutschland. Meines Wissens ist es einmal der Briefträger, ja, der DHL-Mensch, Minenarbeiter, Bergmann und Forstwirt. Ich weiß nicht, ob es da noch mehr gibt. Wer noch mehr kennt, der darf gerne noch mehr entsprechend nennen. Aber das sind zumindest mal die, die ich entsprechend kenne. Und das bedeutet, da kommt man dann natürlich auch ins Schwitzen. Und wenn man keine Lust hat zu schwitzen, dann geht man halt in den Winter. Weil im Winter ist es so angenehm, gerade für relativ temperaturtolerante Menschen. Und der Forstwirt ist oft ein relativ temperaturtoleranter Mensch, insbesondere bei niedrigen Temperaturen. Ist das dann durchaus sehr, sehr schön, wenn man dann so wenig anziehen kann, dass man selbst bei schwerster Arbeit trotzdem nicht anfängt, nennenswert zu schwitzen, weil man so wenig anhat, dass es dann dank der niedrigen Temperaturen angenehm kühl bleibt und man eine prima Arbeitskörpertemperatur sozusagen aufrechterhalten kann. Also kann man schwerste Arbeiten verrichten, ohne großartig mit Schwitzen anzufangen. Also zumindest in der Theorie ein bisschen schwitzen wird man dann wahrscheinlich schon. Aber ich denke, es gibt wirklich zahlreiche Forstwirte, die da gerne bei niedrigen Temperaturen solche anstrengenden Arbeiten durchführen. Natürlich jetzt auch nicht viel zu niedrig. Wenn es dann irgendwann so in den zweistelligen Minusbereich geht, tut das beim Atmen nicht so doll. Wenn man dann eine höhere Atemfrequenz hat, kann das in der Lunge ein bisschen stechen, wenn man diese kalte Luft intensiv einatmet. Das ist dann wieder was anderes, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. So, Punkt 2. Gefrorener Boden. Gefrorener Boden ist ein Segen für alle forstwirtschaftlichen Aktivitäten, denn wenn man mit schwerem Gerät drauf rumfährt und der ist gefroren, dann macht man ihn halt nicht kaputt. Das ist so der Gag. Das ist eigentlich sogar so sehr der Gag, dass das ganze Konzept mit den Rückegassen eben darauf basiert, dass man gefrorenen Boden im Winter hat und man bei den Rückegassen im Idealfall diese eben dann nur im Winter unter Schwerlast befährt, sprich wenn da ordentlich Holz auf dem zu transportieren, ja auf dem Forwarder, also dem Vor-Spezialschlepper, der das Holz direkt auflädt und durch den Wald über die Rückgasse fährt und gar nicht schleift, sondern trägt.
Das ist bei gefrorenem Boden überhaupt kein Problem und macht dann auch gar nichts kaputt, wenn der Boden hingegen aufgeweicht ist, weil der Winter eben nur ein Regenwinter und kein Schneewinter ist, dann ist das schon viel eher ein Problem. Und die Idee war mal ursprünglich eben, dass man den Frost nutzt, um Rückegassen zu bewahren. Und wenn das tatsächlich mal möglich ist, was heutzutage nicht mehr so häufig vorkommt, dann ist das toll. Ja, das ist einfach ideal für die Waldarbeit und dann kann man die Bäume problemlos transportieren, ohne dass da irgendwelche Schäden entstehen, sofern man sie dann fachgerecht gefällt und nicht gegen andere Bäume drangeschmissen hat. Punkt 3. Die Störung für Tiere ist minimiert. Jetzt würde man im ersten Moment doch denken, was? Im Winter soll die Störung minimiert sein? Gerade da sind sie doch besonders störungsempfindlich. Das erzählt uns doch der Förster bei jeder Gelegenheit, dass man gefälligst im Winter nicht von den Wegen runtergehen soll, um das Wild nicht aufzuscheuchen, damit die nicht rumrennen müssen und unnötig Energie verbrauchen und dann hinterher mehr fressen müssen und im Winter vor allen Dingen mehr fressen müssen, als sie normalerweise würden, was dann darin resultiert, dass sie zum Beispiel Rinde von Bäumen abziehen und die Bäume dann natürlich schwere Schäden davontragen bis eingehen. Ja, das will man selbstverständlich nicht als Forstwirtschaftender unbedingt so sehr haben, aber gleichzeitig ist im Winter, bei einem Wintereinschlag, der Schaden, den man an der Gesamtnatur anrichten kann und die Störung, die man da in der Gesamtnatur anrichtet, viel geringer, als man denkt, weil einfach es gibt weder brütende noch setzende Tiere. Die berühmte Brut- und Setzzeit, in der man sogar überhaupt keine Wälder roden darf. Man darf schon mal, wenn es notwendig ist, hier und da einen Baum fällen, aber in den meisten Bundesländern ist da ein Einschlagstopp, sofern es nicht wirklich dringend irgendwie ist. Und ja, warum? Na ganz einfach, wenn du einen Baum fällst, auf dem brütende Vögel gerade brüten, dann sind die Küken futsch oder die Eier sind matsch oder sowas in dem Stil. Und das kann man einfach vermeiden, indem man eben die Holzernte größtenteils auf den Winter verlegt und das Problem ist damit auch schon gelöst. Also eine ganz clevere Taktik, gute Strategie, um eben da den Tieren einen Gefallen zu tun. Das gleiche gilt übrigens auch für Rehe, die dann eben mit ihren Rehkitze verstecken sich ja gerne in der hohen Vegetation und haben dann eine Phase, in der sie, selbst wenn der Feind sie entdeckt, immer noch liegen bleiben, weil sie sich einfach auf ihre Tarnung verlassen und hoffen, einfach weiter nicht entdeckt worden zu sein. Und in der Phase würden sie auch nicht wegrennen, wenn ein Baum auf sie drauf fällt oder wenn nebendran ein Ast runterkommt. Das muss ja nicht direkt der Stamm sein, der sie trifft. Aber es würde schon reichen, wenn man den Baum eben in eine deckungsreiche Fläche drauf fallen lässt, die dann oft eben weniger Bäume enthält. Das heißt, man schmeißt das Ding quasi auf die Wiese, in Anführungszeichen, die besonders hohe Wiese mit ein paar krautigen Pflanzen, die extra hoch wachsen und macht dann da für den Wald, für den Baumbestand, nichts kaputt. Und ob du auf eine Wiese mal eben einen Baum drauf wirfst, im nächsten Jahr ist die trotzdem wieder da. Das ist also relativ egal. Der Schaden wäre gering. Nur kann es halt dann eben sehr wahrscheinlich sein, dass da drin dann möglicherweise ein Reh oder ein anderes Tier seine Nachkommen versteckt hat und dann wären die auch wieder hin und das möchte man doch gerne vermeiden. Und oder Wildschweine, die gerade mit ihrem Nachwuchs im Wurfkessel hocken, die wollen den Wurfkessel dann auch nicht verlassen und in dem Moment, wo du da jetzt gerade in dem Wald, in dem der Wurfkessel liegt, Bäume fällst, dann werden die wahrscheinlich doch das Weite suchen und gegebenenfalls ihren Nachwuchs zurücklassen und der müsste dann elendig verhungern, das wollen wir nicht und darum eben mehr Schonung für die Tierwelt, wenn man Forstwirtschaft im Winter betreibt, also die Holzernte im Winter betreibt, denn schlimmstenfalls fühlt sich ein Rudel Rotwild beispielsweise gestört, aber das ist ja nicht so, dass da jetzt sofort mit Tatütata und Papipapo sämtliche Forstfahrzeuge anrücken und alle springen vom Auto und fangen sofort an, wahllos Bäume umzuschneiden. Das dauert ja, bis es da richtig losgeht. Und die Beunruhigung nimmt zu. Und das besagte Rudel-Rotwild, das in der Nähe vielleicht rumsteht, das kann sich dann gemütlich und langsam und in einem angemessenen Tempo für den Winter so weit entfernen, wie es das für richtig hält. Und so solange es das langsam machen kann und nicht in den hochflüchtenden Zustand versetzt wird, dann ist das auch wirklich überhaupt kein Problem. Dass die ein bisschen von A nach B wechseln, ist im Winter sowieso normal. Das kann also dann auch durchaus durch Holzerntemaßnahmen mal induziert sein.
Viertens, Saftruhe des Holzes. Die Saftruhe bedeutet, dass ja ein Baum, der gerade keine Blätter hat, schlecht Wasser transportieren kann. Weil der Wassertransport, also beim Laubholz jetzt, der Wassertransport findet ja dadurch statt, dass in den Blättern ein Sog erzeugt wird, der sich durch das Wasserverbrauch der Blätter bei der Photosynthese wird ein Sog erzeugt, der dann durch den Stamm hinunter bis in die Wurzel reicht und im Boden dann letztendlich durch die Wurzel das Wasser einsaugt. So, und wenn die Blätter gerade gar nicht dran sind, dann ist dieser Sog halt in dieser Form erstmal nicht besonders ausgeprägt, bis es gar nicht vorhanden. Als die Blätter noch dran waren, wurde das restliche im Stamm gespeicherte Wasser verbraucht. Da ist also jetzt nur noch die Menge Wasser drin, die unbedingt drin sein muss. Darüber hatten wir schon gesprochen in Türchen Nummer 4. Weil da ging es dann eben um die Frage, warum der Baum im Winter nicht einfriert. Eben auch, weil wenig Wasser drin ist. Das hat also viele, viele Vorteile, dass dann wenig Wasser drin ist. Und für die Forstwirtschaft hat es den Vorteil, wenn du den Baum im Winter fällst, hast du trockeneres Holz. Das trocknet schneller, logischerweise. Wenn man es hinlegt, geht das erheblich flotter, dass man dann damit bereits trockenes Brennholz entsprechend haben kann. So. Außerdem, trockeneres Holz, das gar nicht mal so wassergesättigt ist, lässt sich bei direkter Bearbeitung im Wald, wenn man sich also im Wald selbst sein Brennholz direkt hinlegt, das machen ja viele, man sieht ja häufiger diese Brennholzstapel dann oft noch mit so einer kleinen Folie oben drüber, damit es nicht reinregnet in den Stapel, direkt im Wald stehen oder, ja, wenn man es liegen nennen möchte. Und wenn du das direkt im Wald machst, dann mach es im Winter, weil da hast du viel weniger Arbeit und das Holz lässt sich erheblich leichter spalten und auch leicht besser sägen, wenn es eben nicht mehr ganz so nass ist. Und es muss dann auch nicht so lange liegen bleiben. Oft reicht es, wenn man das dann im Winter wirklich schön hinlegt, mit schön viel Luftzirkulation, damit viel Luft zwischen den Spalten, den Holz Scheit, das Wort habe ich gesucht, den Holzscheiten zirkulieren kann. Dann kann man es im spätestens späten Frühjahr auch schon mit nach Hause nehmen und dann ist es schon ready for Brennholz. Ne? Also wenn man das richtig macht. So, Möglichkeit zur Nutzung alter Forsttechnik im Privatwald nenne ich das jetzt mal. Es gibt aus wirklich alter forsttechnischer Zeit. Und das macht man in den Staatsforsten eher wenig, weil es vom Risiko her so ein bisschen ein Thema ist. Und man muss auch die Zeit und die Lust haben, das so zu tun. Aber wenn du jetzt am Hang, beispielsweise, Moment, ich zeige euch mal einen geeigneten Hang, beispielsweise an so einem Hang, wie ihr jetzt gleich ins Bild kommt, hier sowas da. Ja, wenn man da jetzt so eine Fichte umschneidet, ja, und schmeißt die Fichte mit dem Kopf, also mit der Krone, sofern da überhaupt noch eine Krone dran ist, ist nochmal die andere Frage, hangabwärts, ja, und lässt sie dann einfach umgeschnitten mit allen Ästen dran und allem Pipapo hangabwärts liegen, dann hat man den großen Vorteil, dass eine Fichte ja in der Lage ist, sofern es nicht allzu kalt ist, auch im Winter Photosynthese zu betreiben. Und das macht sie dann auch weiter. Und dann verbraucht sie weiter das Wasser, was im Stamm denn nun vorhanden ist. Und da das weiterhin in Richtung Krone fließt, wegen Schwerkraft und eben die Nadeln selber das Wasser verbrauchen, hat das große Vorteile, weil der Stamm wird immer trockener und trockener und trockener und man kann dann im frühen Frühjahr, wenn der Boden am besten noch gefroren ist, da kann man dann schon ein deutlich trockeneres Nadelholz dann die Äste absägen, das Ganze ein bisschen klein machen, so wie man es halt haben möchte und aus dem Wald exportieren sozusagen. Und hat dann wirklich ein viel, viel, viel trockeneres Holz. Wird so eben im Wirtschaftswald, also im staatlichen Forst selten gemacht, weil A ist aufwendig, B liegt das Zeug dann rum, C ist Hangabwärtsfällen ein Sicherheitsproblem und das sind so die wesentlichen Gründe. Jetzt muss ich einen kleinen Schnitt machen, denn Essen ist fertig. So, und nach der Mittagspause kommen wir zum sechsten und letzten Grund, warum Holzernte im Winter eine gute Idee ist, nämlich gerade beim Laubholz der Sicherheitsaspekt. Denn Nadelholz ist egal, ist im Winter grün, ist im Sommer grün, spielt keine Rolle. In jedem Fall besteht das Risiko,
Risiko, dass in der Krone irgendwo noch ein toter Ast hängt, der dann dumm runterbricht in dem Moment, wo der Baum zu kippen anfängt. Und wenn der dann dumm fällt und so teilweise sogar noch so halb an seinem Astansatz dranhängt, dann hat er quasi einen Scharnier, mit dem er sich eine Zeit lang an diesem Scharnier bewegt. Irgendwann reißt er ab und das führt dazu, dass zum Beispiel, das ist nur eine Möglichkeit, was da so runterkommen kann, aber durch diese Scharnierbewegung kann der dann in eine ganz andere Richtung fallen als der Hauptbaum, der gerade eigentlich umfallen soll. Und das führt dann hin und wieder dazu, dass die halt auch mal nach hinten fallen, die Äste. Und wer steht hinten? Derjenige, der den Baum gefällt hat. Ja, und wenn man sich dann keine vernünftige Zurückweiche angelegt hat beim Bäumefällen oder Rückweiche, je nachdem, in welchem Bundesland diese Dinger benannt sind, das ist quasi ein Weg, den sich der Baumfällende anlegt, auf dem er, nachdem er dem Baum dann wirklich den letzten Schlag, den letzten Schnitt, je nachdem wie er gefällt wird, versetzt hat und das Ding beginnt zu kippen. In dem Moment kann man dann über diesen angelegten Weg sicher zurückweichen. Weil relativ häufig kommt es vor, dass dann eben jemand, der das nicht gemacht hat, durchs Unterholz jetzt flüchten möchte, dann fliegt er auf die Nase und rammt sich einen dicken Ast ins Auge und solche Späße. Alles schon da gewesen. Ja, das klingt jetzt, als ob ich mir das ausgedacht hätte. Nein, alles schon da gewesen und man ist gegebenenfalls nicht schnell genug, wenn eben dann doch so ein Ast da runterkommt, auch diese Äste, die in der Krone noch festhängen und dann erst beim Fällen runterkommen, auch die nennt man gerne Witwenmacher. Also nicht nur einen stehenden toten Baum, der irgendwie umkippen kann, wenn man nicht damit rechnet, sondern auch solche Äste werden gerne Witwenmacher genannt. So, und bei Laubholz ist die Chance, dass es so einen Ast gibt, jetzt erheblich größer. Warum? Naja, weil die selbstständig ihre Äste abwerfen, die lieben Laubbäume, mit Ausnahme von Pappeln und Kirschen. Aber alle anderen Laubbäume, die es bei uns so gibt, tun das. Und deswegen weiß man nicht, wie weit ist denn der Abwurfprozess eines Astes in der Laubbaumkrone gerade fortgeschritten. Sofern da jetzt noch Blätter dran sind im Sommer, dann kann man sich meistens ziemlich sicher sein, dass der jetzt noch nicht allzu morsch ist. Aber vielleicht ist das doch. Und das sieht man halt erheblich besser und vor allen Dingen sieht man besser, wo die einzelnen Äste sich eigentlich befinden und in welche Richtung und wohin die fallen könnten, wenn da jetzt was schief läuft im Winter. Weil man einfach die komplette Krone überblicken kann, man hat einen wunderbaren Blick, man erkennt jeden Ast, alles ist schön frei, man kann schön weit gucken durch die Laubbaumkronen und man kann auch einschätzen, wenn man jetzt den Baum also einmal mitten reinschmeißt, wo sind denn noch Äste dazwischen und treffe ich die oder treffe ich die nicht? Und das ist alles ganz, ganz schwierig. Wenn das Laub dran ist, dann sieht man das nicht richtig. Treffe ich gegebenenfalls einen anderen Baum, weil mein Baum jetzt auf diesen Ast kracht und dann von dem Ast abgeleitet wird, dass ich dann da jetzt das Ding nicht neben den Verjüngungskegel, sondern mitten reinschmeiße quasi, weil da der Ast ist, den ich nicht gesehen habe. Und all solche Sachen können da theoretisch passieren. So, und ich kann das leider nur theoretisch erklären, weil ich bin ja kein Forstwirt und die Frage zum, wie fällt man einen Baum, ist eben denen ihr Spezialgebiet und da müsste man dann jetzt auch einen solchen entsprechend fragen, vorzugsweise noch einen Forstwirtschaftsmeister, die können das ganz hervorragend erklären, ist ja auch ihr Job, Meister bildet aus, ne? Also muss das auch können vorher. Und also das ist immer sehr, sehr beeindruckend, wenn man so jemanden an der Hand hat, der einem da mal was erzählen kann. Natürlich auch andere altgediente Forstwirte haben da auch eine Erfahrung. Das ist jenseits von Gut und Böse. Und da bin ich immer sehr gespannt und höre gerne zu, wenn ich da in der Hinsicht noch was lernen darf und mir da jemand was erzählt. Jo, das ist es im Grunde. Das sind die sechs. Hab mir jetzt sechs rausgefischt, guten Gründe, warum die Holzernte bevorzugt bei solchen Bedingungen, muss ja nicht Schnee liegen, reicht, wenn Frost ist, stattfindet. Und ja, wenn Schnee liegt, geht's auch. Dann ist natürlich das Verletzungsrisiko durch Ausrutschen, gerade auf Stämmen, auf denen Schnee liegt, ist natürlich dann auch wieder gegeben. Aber wer im Wald sein Leben lang rumstapft, der weiß, wie man sich davor zu bewegen hat. Und dann klappt das auch. Jo, dann bedanke ich mich soweit wie immer fürs Zuschauen und keine Ahnung, was im nächsten Türchen ist, wie immer. Aber bis morgen. Macht's gut. Tschüss.